Wir schlafen in der Tiefgarage. Oh nein, hier ist es so dunkel. Lass uns einfach ein bisschen rumfahren. Willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal! Es sind unglaubliche 38 Grad in Deutschland! Und die Hitze setzt unserem Kopf ab! Wir sind völlig durch den Wind, Leute. Es sind wirklich 38 Grad. Es gibt keine weitere Option, außer zu meinen Eltern zu fahren, wenn die haben einen Pool. Da lassen wir uns es gut gehen. Wir sonnen uns, wir kühlen uns ab. Ich kann nicht mehr, Leute. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ich bin eben aus dem Büro gekommen. Absolut fertig. Guckt, wie ich am Schwitzen bin. Meine Haare sehen aus wie Mist. Boah. Bist du bereit für den Pool? Dann gehen wir jetzt ab in den Pool. Bevor man zu deinem Papa in den Pool will. Oh, jetzt spricht man wieder vernünftig. Bevor man zu seinem Papa in den Pool will oder zu seinen Eltern, sollte man natürlich fragen, ob die auch da sind. Deswegen werde ich das jetzt tun. Hallo, Papsch. Hola! Hola! Hi! Seid ihr zu Hause? Was gibt's? Seid ihr zu Hause? Ich fahre jetzt nach Hause. Die Mama ist zu Hause. Warum? Ja, okay, wir kommen vorbei. Bisschen Pool-Action-Maction. Nein. Doch. Nein, ich möchte meine Ruhe haben. Ja, mir egal. Nein, mir nicht. Das ist doch... Das Männchen kommt wieder mit. Habt ihr... Was? Das Männchen kommt mit. Oh nein. Oh nein. Es wird ja immer schlimmer. Ja. Habt ihr was zu essen da, dass wir heute Abend zusammen essen können? Nein. Okay, dann rufe ich Mama an, dann soll sie noch schnell was einkaufen gehen. Oder geh du doch noch was, einkaufen. Wie wär's denn, wenn du was einkaufen gehst? Brauch ich mit die Verbindung bricht ab, Papa. Wir sehen uns nachher zu Hause. Ja. Tschö. Ja, tschö. Hallo, Großer. Hallo. Ja, sag mal den Zuschauern auch hallo. Hallo. Mein Schatz. Ja. Ja, sag mal hallo. Ja. Und dieses Ding wird uns heute retten. Ich würde euch gerne mitnehmen, aber... So, Papa hat mich noch gefragt, dass ich mal gucke, wie warm das Wasser ist. Allein das Wasser hat einfach schon 29 Grad. Da ist die 30er-Grenze. Wir sind eins darunter. Oh mein Gott. Aber ich will euch noch was Cooles zeigen. Und zwar, meine Eltern haben ja hier so ein... Ja, Wasser hat 29 Grad. Krass, ne? Zu krass einfach. Mein Papa hat mal wieder was Neues gebaut hier bei denen im Garten. Und zwar diesen geilen Unterstand hier. Ich zeige euch das mal. Unnormal nice. Er hat das alles selber gebaut. Richtig geil. Das ist der Grill von denen. Und sieht mega chillig aus. Mit so coolen Deko-Sachen und Lichtern und so. Papa, komm her, check. Hast du gut gemacht. Dann war das schön im Pool. Och, die Sonne immer noch am Strahlen. Ja, ich habe noch ein bisschen was für meinen anderen, also für meinen Hauptkanal quasi noch gedreht, für Kobe. Und deswegen sind meine Sachen jetzt nass. Jetzt habe ich T-Shirt von Papa an. Ganz entspannt. Ich hoffe, die Musik hier wird nicht direkt gesperrt. Wir machen jetzt nämlich zusammen Essen. Die schälen hier Kartoffeln. Hallo? Nö, es gibt Bratkartoffeln. Lecker Bratkartoffeln und so. Ja, und dann wird hier noch ein bisschen gegrillt. Lecker, 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 lecker. Aber es ist immer noch so heiß. Wir haben einfach immer noch um die Uhrzeit und die Sonne ist gar nicht mehr richtig da. Wir haben einfach immer noch 36 Grad. Was geht ab? Oh mein Gott, ey. Also, ihr Lieben, ich mache jetzt Bratkartoffeln, ja? Das hier ist ein Wok mit heißem Öl. Nein, Schatz, bitte lass mich jetzt die Bratkartoffeln machen. Wie unfertig bist du? Dann nehmt ihr die geschnittenen Bratkartoffeln. Ja, ist heiß. Kann ich? Wartet, dass euer Papa euch das okay gibt. Haben wir noch ihn eingeladen? Wartet ab, das geht lecker. Schritt Nummer 1. Sehr gut. So, und da ich jetzt keine Lust mehr habe, macht Papa weiter. So macht man Bratkartoffeln. Essen ist fast fertig. Ja, ich nehme das. Ja, das kommt hier zu mir.
Ja, das ist meins, alles meins. Ja, und die Bratkartoffeln sind auch fertig. Ja, habe ich auch alles alleine gemacht. Ne? Jetzt gesunder Salat, ne? Und hier schön, ja, alles meins. Hier, ja, ja. Nein, das gönnen wir uns jetzt erstmal. Und Leute, was sage ich jetzt? Saftig! Guten Morgen, euch begrüßt der Prinz von Salmunda. Oder Salmunda, wie heißt das? Keine Ahnung. Nee, Quatsch, aber ja, wir haben lecker gegessen, alles war gut und dann wir waren ja eben im Pool und deswegen wir waren schon trocken und alles war super. Und dann sind meine Mama und ich irgendwie auf die Idee gekommen, uns mit Wasser voll zu spritzen. Und naja, du hast auf einmal angefangen, hier mit einer Wasserflasche rum zu experimentieren. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall sind wir am Ende beide im Pool gelandet. Und ja, jetzt bin ich wieder komplett nass, habe das nächste T-Shirt von meinem Papa. Und es gibt aber keine passende Hose für mich, weil ich viel größer bin als mein Papa. Deswegen muss ich jetzt mit Handtuch umwickelt bis nach Hause kommen. Und Mama Kobi hat sich wehgetan. Ja. Das noch dazu. Das ist viel schlimmer. Ja, aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg home. Es ist immer noch extrem heiß. Packen unsere 7 Sachen. Ich freue mich jetzt schon aufs Dachgeschoss. Nicht. Geil. Aber jetzt erstmal unsere 7 Sachen packen und ab nach Hause. Vor allem, wenn man nach Hause kommt, so nach ein paar Stunden, alle Türen und Fenster ja geschlossen sind, weil es könnte im Sommer jederzeit anfangen zu gewittern. Ich will das nicht. Und erstmal so eine Hitzewelle. Wusch. Und dann muss man erstmal alles aufreißen. Ich will das nicht, Leute. Das ist so krass. So, Party People. Also, wir haben um 0 Uhr irgendwas, fast immer noch 30 Grad. Und unsere Wohnung, beziehungsweise im Schlafzimmer da oben, es ist einfach nicht auszuhalten. Wir sind jetzt nach Hause gekommen, war ein super angenehmer Tag, im Pool war echt alles tippitoppi. Wir haben uns umgezogen, fresh gemacht und dachten, okay, jetzt können wir ab ins Bett und wir halten es einfach da oben nicht auf. Und wir haben jetzt eine übelst verrückte Idee. Wir nehmen uns jetzt jeder ein Kissen und eine Decke mit und wir versuchen in der Tiefgarage zu schlafen. Ich weiß auch nicht, wie wir immer auf solche Ideen kommen, aber keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach aus. Im Notfall können wir immer noch im Auto theoretisch pennen. So. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Kommt einfach mal mit, mal gucken, was das so ist. In der Tiefgarage angekommen. Oh mein Gott, hier ist es so kühl. So, wir haben uns jetzt eine gute Stelle ausgesucht, die freie Dingens ist. Dann würde ich sagen, warte, halt, ich baue das Bett mal auf. So. Ja, aber es ist wenigstens schön cool. Hier kommt halt auch niemand rein. Ne? Das ist halt abgeschlossen alles. Und hier kommt niemand rein, der hier nicht. Damit können wir uns zudecken. Aber brauchen wir, ist es zu heiß zum Zudecken. So. Was willst du für ein Bett? Mein Einhorn. Okay, dann geh ich hier. So. Ja, das ist echt so. Oh mein Gott, das ist so hart. Oh mein Gott, das ist echt hart. Es ist so heiß da oben, ne? Und wir sind jetzt echt drauf und dran am Überlegen, uns eine Klimaanlage zu holen. Aber wir haben darüber schon nachgedacht und das Problem ist einfach, die fressen so viel Strom, das ist echt unfassbar. Aber guck mal, so hier ist doch echt eigentlich geil hier. Schön kühl, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Schreibt mal rein, wenn ihr eine Dachgeschosswohnung habt oder zumindest schon mal wisst, wie es ist. Das Ding ist halt einfach, da kannst du auch mit Durchzug nichts machen, weil... Weil kein Durchzug gibt. Genau, wenn es nämlich windstill ist, ne, und einfach kein Wind weht, dann... Gibt's keinen Durchzug. Dann gibt's einfach... Boah, hier ist so kühl, ne? Ist so schön. Boah, ist so angenehm. Vor allem der Boden ist auch so kalt. Ja. Ich stell dir mal jetzt vor, jetzt kommt er vielleicht mal hier rein. Also mit dem Auto noch oder so. Oh, Fellini hier so. Oh mein Gott. Oder wir verpennen einfach. Und dann kommt hier morgen früh jemand runter und wir liegen hier so. Oh mein Gott. Also egal. Leute, für diese bekloppte Aktion müsst ihr bitte einen Daumen nach oben geben. Alter, unscheiß, das ist ja nicht mehr feierlich. Egal. Das ist ja nicht mehr feierlich, was wir machen hier. Ich hoffe, hier kommt gleich jemand. Was denken die sich? Kommt gleich der Nachbar runter? Auch mit Deck und Kissen? Was machen die denn hier? Ja, ich hab gerade das Gleiche vor. Legt er sich so mit? Aha. Okay, das ist schon gruselig. Aber das Licht bleibt, glaube ich, immer an. Ja, das Licht bleibt jetzt immer an, glaube ich. Wie creepy, dass es aber genau über uns ist. Es ist schon gruselig, oder? Es scheint genau, aua, über uns. Und das Licht kann man halt nicht immer anmachen. Aber es ist so gut hier unten, ich will jetzt nicht wieder hoch. Mann. Aber es ist schon spooky. Es ist schon sehr gruselig, ne? Ich weiß nicht, was machen wir? Ich habe Angst, dass hier doch jemand reinkommt. Hier kann halt niemand rein, der nicht den Schlüssel findet. Genau, aber es kann halt irgendjemand anders hier reinkommen. Ne? Warte mal, ich kann zumindest mal für die Leute wieder Licht anmachen. Oh, jetzt sieht es auf der Kamera noch gruseliger aus.
weil dahinter halt alles schwarz ist einfach. Warte mal, ich kann so machen. Ich hab schon ein bisschen Angst. So ist gut. Können wir wenigstens nebeneinander rutschen? Rutsch einfach raus zu mir. Ich hab voll Angst. Ich hab's mir cooler vorgestellt. Wir hätten ein Zelt aufschlagen müssen. Das wäre gut geil gewesen. Aber haben wir ein Zelt? Nee, haben wir nicht. Sollen wir morgen eins kaufen? Das wäre gut. Und dann stellen wir einfach unser Auto da draußen und auf dem Parkplatz von uns stellen wir unser Zelt. Oh mein Gott, wir sind so bescheuert, Alter. Was wir immer für Ideen haben. Aber bei einem Zelt ist es wirklich, da würde ich mich wohl darin fühlen. Ja, ne? Machen wir einfach, wohnen wir einfach einen Monat lang hier unten in der Tiefgarage. Ja, was, wenn du so ein richtig gutes Zelt aufbaust? Ja, ne? Stimmt eigentlich. So? Sollen wir jetzt hier bleiben? Oh mein Gott. Das ist einfach so creepy. Die Kamera hat einfach noch 78% Akku und die Aufnahme lief auch nur ein paar Minuten. Warum ist das einfach ausgegangen? Die Aufnahme hat einfach gerade abgebrochen. Einfach so. Oh nein, das ist wie in so einem Horrorfilm. Voll, ja, ne? Das Ding ist, ich hab so Angst. Ich schwöre. Safe schreibt jemand in die Kommentare, da ist jemand hinter euch langgelaufen. Mhm. Die Kamera geht normalerweise nur auf, wenn man nicht auf Aufnahme drückt. Haben wir aber, wir haben gerade nachgeguckt. Ja. Oder wenn kein Speicher mehr Platz mehr ist. Genau. Oder wenn der Akku leer ist. Aber es ist alles, also wir haben aufgenommen. Warum ist die ausgegangen? Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Geräusch? Das ist die ganze Zeit. Nein. Was denn das? Nein, hör doch mal. Wie wenn so ein Wind pfeift. Hörst du das nicht? Ja, ganz vorne, ja. Beim Tor. Ja, oh nee, Mann, das ist mir zu gruselig. Was mir jetzt aber auch zu gruselig. Vor allem hier sind so viele Säulen und Ecken in der Tiefgarage. Wir sind so bescheuert. Sollen wir wieder nach oben gehen? Oh nein, ich möchte nach oben. Ich habe voll Angst gehabt. Okay, dann gehen wir. Nein, ich will lieber hoch. Das ist voll gruselig. Ich will den... Okay, Leute. Nein, wir gehen dann doch wieder nach oben, Alter. Mission failed. Mission failed. Mission failed. Oh mein Gott. Okay, wieder angekommen in der Wohnung. Es ist so heiß, aber wir... Wir gehen jetzt einfach hoch ins Bett und schlafen da. Das ist echt ein bisschen sehr creepy. So, aber überleg mal, was für Ideen wir machen. Oh mein Gott, wir schlafen in der Tiefgarage. Okay, hat nicht ganz funktioniert, aber zumindest 5 Minuten. Nee, Mission auf jeden Fall failed. Oh mein Gott, die Belichtung ist hier so schlecht. Ja, das war so schön. Egal, ich würde sagen, das war's mit dem Vlog. War auf jeden Fall ein cooler Tag mit Familie und so. Hat richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, schreibt ein Like und schreibt einen Kommentar. Und in den nächsten paar Vlogs, ne, gibt es so viele krasse Sachen, die auf euch zukommen. Ihr wisst es gar nicht. Mhm. Oh mein Gott. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Mal. Warum redest du so komisch? Mach ich auch nicht. Gute Nacht. Wir haben euch lieb. Bis dahin. Ciao.